Giro Games. Evoland. Und damit herzlich willkommen zu einem, wow, neuen Let's Play. Ja, ich bedanke mich direkt bei Blackstriker LP. Der macht auch Let's Plays. Ich verlinke seinen Channel in der Videobeschreibung, denn, Er hat mir eben die Paysafe-Karte geschenkt, damit ich mir das Spiel holen kann. Really nett von ihm. Echt nett. Auf jeden Fall, Evoland ist ein Spiel, das erklärt so ein bisschen die Geschichte der Videospiele. Von 8-Bit zu Nintendo DS oder so, wie man das auch erklären soll. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, wir legen direkt los mit einem neuen Spiel. Das Spiel könnt ihr bei Steam holen, es gibt auch eine Free-Version, die ist aber nicht so ausgeprägt wie hier. 2D-Bewegung haben wir freigeschaltet und linker und rechter Key. Einfacher Bildlauf. Okay. Soundeffekte haben wir freigeschalten. Da sind nochmal 2 Kisten. Wir haben Klatterbildlauf. Schön, an die andere kommen wir noch nicht ran. Das hier scheint eine Brücke zu sein. Ich sehe hier überhaupt nichts. Da kommen wir noch nicht hoch. Was ist hier drin? Ich habe ein Schwert gefunden. Yeah, jetzt geht's los hier. Down. Sieht noch alles ein bisschen aus, als würden wir hier Pokémon spielen. Ich habe Monster freigeschaltet. Yeah. Und Musik. Evoland Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. Hier können wir... Ist das kein Speicherpunkt? Ah, jetzt Spiel gespeichert. Ist ja mal eine gute Sache hier. Hier gibt es nichts. Kommen wir denn da irgendwie hin? Nee. Kommen wir nicht. Okay, dann laufen wir mal hier weiter und schauen uns an, wo wir hier hinkommen. Hier gibt's noch eine Kiste. 16 Farben. Oh mein Gott, Farbe! Yeah! Oh mein Gott, Farbe! Okay. Ich bin selbst ein bisschen perplex. Das hier ist wie so ein ganz altes... Ich weiß nicht. Ich habe gehört, das ist eine Mischung aus Zelda, Final Fantasy und... Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein echt cooles Spiel. Yeah, wir haben Stern. Yeah, wir haben Fledermaus, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Doppelzwilling, ha. Wenn ich wüsste, was Doppelzwilling ist. Ich weiß nicht, warum ich die Pflanzen zerstöre, mir ist einfach danach. Hier war nichts mehr. Schauen wir weiter. Mich erinnert es echt noch an alte Zeiten. Wie hieß der alte Gameboy? Gameboy Color. Hier kommen wir nicht durch. Wow, was ist das? Speicherpunkt. Was ist hier drin? Evoland, Story of Adventure Video Games. Yeah, nach jahrhundertlangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evoland zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertlangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit gerade viel zu tun. Ich komme nicht mit. Also im Kopf lesen ist es wirklich schneller als auszusprechen. Freigeschaltet, Handlung, eine kurze Geschichte. Ich
habe das Gefühl, ich brauche meine Maus gar nicht. Wir haben einen Stern gefunden. So. Wow, das war knapp. 256 Farben. Ha. Zeichenanzeige, dieser Pfad. Okay. Ich konnte es jetzt nicht lesen. Ich möchte die Monster töten, bevor sie mich töten. Laufen wir mal weiter. Hier ist noch eine Kiste. Freie Bewegung. Ah, jetzt kann ich... Yeah. Jetzt kann ich in alle Richtungen laufen. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Ich fange an, das Spiel zu lieben. Ist echt wow. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Hier sind Figürchen. Okay. Wow! Wow, was habe ich getan? Wow. Es ist tot. Freigeschaltet Inventar. Da kann ich raufklicken. Stert, Bomben und Bogen. Das ist sowas, was mich an Zelda erinnert. Und das andere mit Final Fantasy, was ich gemeint habe, das seht ihr später. Das habe ich jetzt schon gesehen im Trailer vom Spiel. Oh. Oh, wow, 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 wow. Oha, ich bin erschrocken. Freigeschaltete Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett, nehmt euch aber vor allem vor Bewegungen acht. Rundenbasierter Kampf habe ich freigeschaltet. Wow. Das erinnert mich auch noch an alte Spiele. Yeah. Aua, aua, ah. Darf ich nochmal? Die sind zu dritt, ich bin alleine. Okay, cool. Down. Das erinnert mich an so ein uraltes System, das jetzt auch bei so ein ähnliches mit Zeit, wo sich auffüllt und so. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 13. Und ich muss sagen, das Spiel ist schon ein bisschen laut. Laufen wir mal neben dem Pfad herum, vielleicht finden wir noch ein Kistchen. Wow! Ah, ah, aua, aua, aua. Okay, weg ist er. Hier ist nichts. Dann laufen wir mal nach oben. Hier ist noch ein Kistchen. Mode 7 sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Wow. Was ist denn das? Ein ausgewachsenes Schokobo. Ein Emuk. Stirb jetzt. Okay. Ich glaube, ich lebe nicht mehr lange. Freigeschaltet Ortsname. Wir sind bei die Wiese. Kann ich hier irgendwo... Yeah, ich kann irgendwo speichern. Ich schätze mal, ich werde gleich kämpfen müssen. Erst nochmal kurz umgucken. Wo es denn weitergehen könnte. Okay. So. Okay. Ich weiß nicht, ob die mich töten können. Wäre schlecht, wenn ja. Okay. Ich sehe, die haben bloß ein Schild, aber ich traue denen nicht. Okay, einer lebt noch. Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten kann ebenfalls Schätze freischalten. Freigeschaltet Dorf. Wir sind jetzt einfach im Dorf, oder wie? Freigeschaltet NSC, endlich jemand zum Reden, oder auch nicht.
Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Ah. Lass mich in Ruhe spielen mit O. Ah. Mein Schwert kann ich hier nicht ziehen. Hier geht's raus aus dem Dorf. Hier ist ein Kind. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst. Aha. Wir müssen also in den Brunnen, um erwachsen zu werden. Welche Ironie. Häuser betreten, yeah! Häuser betreten. Ihr könnt jetzt in die beliebigen... Was? Ach, ich hab's nicht gelesen. Hier ist noch eine Kiste. Gastwirt, falls Sie etwas müde sind... Wo ist denn der? Die. Gegen 10 Gliesen. Nee, ich brauch keine Bettruhe. Du alte Schabracke, du. Ich weiß nicht, aber das hat echt Charme, das Spiel. Ich mag das jetzt echt schon übel. Ich habe noch keine Ahnung, wie, wo, was und wann und wie und was und wo und was ich hier machen muss, aber es ist cool. Da ist noch niemand. Schalte ich da jetzt jemand frei? Freigeschaltet, Ladeninhaber. Wir können Geld ausgeben. Tut mir leid, der nationale Schwertverband verbietet uns, Waffen an Kinder zu verkaufen. Okay, Papa. Verstehe ich voll und ganz, Opi. Wo ist denn hier ein Brunnen? Wenn ihr nicht lieb seid... Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas Geist und frisst euch auf. Aber Onkel, der Kefkas Geist ist doch wohl nicht echt. Die Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Wir wissen es noch nicht, Freunde. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Nein, gehören wir nicht. Moment. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Den Brunnen betreten, aber Vorsicht da unten. Freigeschaltet, geheimer Ort. Okay, hier ist ein Samen. Yeah! Ich bin alter Sack. Größer werden. Ist der Bildschirm kleiner geworden? Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht noch so ein Sternchen oder so. Freigeschaltet, die Karte Wurm, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Das hat echt noch alten Charme, ich mag das voll. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ich habe echt eine Leseschwäche. Wohin